Hallihallo, liebe Waage. Ich möchte mit Hilfe der Karten in einen Wochentipp für dich schauen, vom 13. bis 19. Februar. Die Zeit ist trotz allem fließend und es sind kollektive Legungen. Über ein Abo, Like und auch Teilen dieses Kanals freue ich mich natürlich sehr. Und dann starten wir doch mal, was für dich wichtig ist. Für die Waage bitte. Für die Waage. So ein bisschen zähflüssig ja alles. Noch einmal für die Waage bitte. Okay. Dankeschön. Wem das jetzt so lange dauert, der darf gerne ein Stück vorspulen. Was darf ich der Waage denn da noch mitgeben? Für die Waage bitte. Eine Überschrift. Dankeschön. Oh, das ist aber sehr spirituell hier, liebe Waage. Aus dem Deck hier auch noch bitte eine Karte für die Waage. Ja, liebe Waage. Für dich, deine Zahl ist auch die 1111. Also ich habe hier viele, viele Einsen. Ein Neuanfang, nach vorne gehen. Ein Anfang und ein Ende. Wir haben jetzt hier die Zeiten des Lebens. Du spiegelst die Welt und die Welt spiegelt dich. Also es heißt, so wie du nach außen strahlst, so kommt es auch zurück. Na? Das ist wie ein Bumerang. Ich schmeiß ihn weg, er dreht eine Runde und knallt mir sofort wieder vor die Füße. Es geht ganz schnell mit der Eins. Mit dem Zwilling haben wir ein Hin und Her, suche den Austausch. Dann habe ich hier noch den Wassermann. Neue Impulse. Und mit dem Steinbock realisiere den Erfolg. Dann habe ich hier die Wiederkehr und die Annäherung. Mit der 24, das ist die Liebe. Hier hatte ich auch die Liebe. Da ist das Herz drauf. Das Herz und die Sonne. Und es ist sicher für dich zu lieben. Und hier habe ich die Partnerschaftskarte. Liebe Waage, die Zeiten des Lebens, das ist auch so ein bisschen der Hinweis für dich. Ich sehe das so, dass ein Mensch aus der Vergangenheit auf dich zurückkommt. Eine große Liebe. Hier. Und das liegt an dir, liebe Waage, wie du dich gibst, wie du dich diesem Menschen gegenüber verhältst. Das ist das Gesetz der Resonanz. Bin ich lieb zu diesem Menschen, ist er auch lieb zu mir. Überleg dir, was du da sagst, Waage. Das geht ganz schnell, also es dauert auch nicht mehr lange. Und dann wird das auch erfolgreich. Wenn das dein Wunsch war, ne? Also mit dem Zwilling geht das hier auch so ein bisschen hin und her. Vielleicht gibt es da noch mal Diskussionen.
Die Annäherung, das ist ja auch so was ganz Zartes, was Vorsichtiges. Und die Wiederkehr in der Liebe. Ja. Hier muss gesprochen werden, Sicherheit in dieser Partnerschaft. Okay. Weil unter dem Kartendeck habe ich ja auch die Past-Life-Beziehung. Da kommt man sowieso nicht raus. Nee. Viel Luftenergie, Zwilling, Wassermann. Und du, Waage. Okay. Also es liegt an dir. Wie du dich gibst, so kommt das zurück. Für Waage bitte. Was ist das hier? Ja. Das ist Tiefgang. Mit dem Brunnen, der Wunsch auch. Das hast du dir vielleicht auch gewünscht. Und die kurze Zeit. Hier geht das ja auch ganz schnell. Ich meine, wir reden auch von nächster Woche. Ne? Du hast auch Valentinstag. Vielleicht mal ein Tipp für dich, Waage. Sag doch am Valentinstag mal was Nettes. Für die Waage bitte. Und die Maskerade. Dann mal die Maskerade wieder. Für die Waage bitte. Da haben wir dein Gegenüber. Es kann sein, dass dein Gegenüber sich das wünscht. Also der Mensch aus der Vergangenheit. Mit der Maskerade haben wir ja auch den Zwilling. Das ist auch dieses Hin und Her. Ich weiß es noch nicht. Mit Sicherheit. Ich weiß es nicht oder du weißt es nicht. Hier, die Chance ist aber da. Das ist eine 50-50-Chance. Das ist eine 50-50-Chance. Noch ist man ein bisschen unsicher. Aber ich habe hier das Herz, die Liebe. Und auch hier hatte ich die 24, die Wiederkehr. Diese Liebe ist nicht tot. Ja, das ist der Ratschlag für dich, Waage. Geh über die Brücke. Geh liebevoll über die Brücke. Die Gedanken, das steht ja auch für die Ex-Partner. Geh über die Brücke. Und oder jemand geht über die Brücke dein Gegenüber. Also Valentinstag ist wirklich ein guter Tag dafür. Nutz ihn. Die Chancen stehen gut.